Willkommen bei Brillentools, die bezahlbaren Profi-Werkzeuge. Neben mir der neunteilige Schlauchklemmenzangensatz, den wir uns sofort mal im Detail anschauen. Hier auf der linken Seite habe ich sechs verschiedene Zangen. Die oberen zwei und die unteren zwei sind für die selbst nachspannenden Schellen. Diese Zangen unterscheiden sich dann im vorderen Bereich. Hier bei den Aufnahmen, je nachdem, was ich dort für eine Schelle vorfinde, sind alle drehbar gelagert, dass ich halt auch immer perfekt drankomme. Die Zangen sind mit einer Rastfunktion ausgestattet. Das heißt, wenn ich sie zusammendrücke, bleiben sie halt auch in der Position. Zum Öffnen einfach den Hebel zurückdrücken und ich kann sie wieder aufklappen. Die mittleren Zangen, diese beiden hier, diese ist für diese wieder verschließbaren Einohrschellen, so wie ich sie zum Beispiel an Kraftstoffleitungen finde, da ist einfach nur, dass ich einmal zum Öffnen und zum Schließen die Zange halt nur umdrehen muss. Und zu guter Letzt auf der Seite habe ich diese Zange hier, die ausgeformt ist vorne wie ein V. Diese ist, um Schläuche von zum Beispiel Stutzen herunterzudrücken. Ich gehe einfach über meine Schlauchleitung drüber. Ich drehe die mal so, dann sieht man es besser. Und drücke dann den Schlauch von meinem Stutzen hinunter. Auf der rechten Seite habe ich die Schlauchschellenzange für die etwas tiefer gelegenen oder gut versteckten Schlauchschellen, gerade wenn man dann an die unteren Kühlerschläuche heran möchte oder sowas, da ist die perfekt. Ich gehe halt mit dem vorderen Teil über meine Schlauchschelle drüber und habe halt auch hier wieder die praktische Rastfunktion, um meine Zange zusammenzuziehen. Ja, alles über einen Bautenzug, somit kann ich halt auch die entlegensten Winkel erreichen. Zusätzlich dazu haben wir noch einen klassischen Schraubendreher. Der Schraubendreher wird verwendet für diese ganz klassischen Schraubschellen. Ich habe halt einmal die Möglichkeit Kreuzschlitz und auf der anderen Seite habe ich den als Schlitz. Und für diese festsitzenden Schläuche bzw. wenn ich auch irgendwo Dichtungsmaterial oder so etwas habe, kann ich halt hier mit dem Haken perfekt hinter meinen Schlauchhaken und das Ganze lösen.